Das ist die Geburtstagssause von Ex-Werder-Boss Jürgen L. Born und der erste Jodel-Wettbewerb im Knödelparadies. In der Jodel-Jury auch Klaus und Klaus-Sänger Klaus Baumgart. Im Publikum Spielerfrauen, Werder-Profis und jede Menge Jodelfans. Zur Einstimmung gab's das Heidi-Lied. Dann wurde es ernst. Zehn Freizeitjodler präsentierten ihr Können, darunter sieben Frauen vom Almabtrieb Edewecht. Jodelbruder Jochen hatte sich extra die Tirolerjacke zum großen Finale angezogen. Aber Siegerin wurde Eva.